Willkommen zurück zu Baba is You! Wir haben hier zwei neue Welten. Also, diese beiden Welten haben wir abgeschlossen und hier haben wir zwei neue. Temporin ist Nummer 3. Und was ist das da unten? Nummer 4, Herbstwald. Okay, wir gehen nach der Reihenfolge, würde ich sagen. Das heißt, wir machen die Temporine als nächstes. Und ich sehe schon, hier gibt es Ritter auf der Map. Bei der letzten Map hatten wir auch schon im Hintergrund Roboter gesehen, die wir dann auch wirklich steuern konnten. Hier sehe ich so ein bisschen Bäume. Pillars. Bin mal gespannt. Zerbrechlichkeit heißt das erste Level in der Ruine. Und wir schauen mal, wie gut ich vorankomme. Also, was haben wir alles? Wir haben Flag is Win. Wall is Stop. Baba is You is Weak. Wieso bin ich weak? Skull is Defeat. Wall is... Oh, was? Baba is Weak bedeutet, wenn irgendwas Stop ist, ist das schon genug, um mich zu killen. Aha. Ja, alles kann mich killen. Weak heißt, alles killt mich, ja. Genau. Skull is weak, können wir auf jeden Fall machen, damit wir hier durchkommen. Muss nur richtig hinschieben. So. Damit können wir es zerschlagen mit dem Stein. Wie wir da durchkommen, ganz einfach. Wir nehmen das jetzt hier mit. Am besten schiebe ich es andersrum, sonst kriege ich das gar nicht. Und ich denke, jetzt einfach Rock ist Push und ist Weak machen. Weil das müsste doch bedeuten. Ja, genau. Genau. Und das ist cool. Das ist cool, die Mechanik mit Weak. Das ist super interessant. Okay. Tunnelblick. Ja, wir blicken rein in den Tunnel. Lol. Okay, was haben wir alles? Wall is Stop. Water is Sink. Flag is Win. Rock is Push. Immer so Standard. Oh, Keke is You. Ich bin Keke. Oh, Baba has Rock? Was? Baba has Rock? Das has ist neu. Baba is Smooth. Also, Baba hat einen Stein bei sich, aber den sehen wir nicht. Und dieser Stein ist Push. Warte. Was passiert da jetzt mit Baba? Ah, wenn Baba stirbt, dann dieser Rock, den er dabei hat. Ah, ja, okay. Ich kann den hier machen. Und dann mal kurz gucken. Weil... Wir machen das so. Rock ist Baba. Und dann Baba has Rock. Ah, aber das Problem ist... Oder Moment, kann ich den schubsen? Meine Überlegung wäre jetzt gewesen, einfach Baba immer wieder zu duplizieren, immer wieder den Stein, den er trägt, immer zu duplizieren. Aber ich glaube, das funktioniert so nicht. Nicht so ganz. Ja, gut. Ich muss auf jeden Fall entweder Baba oder den Stein duplizieren. Das ist wahrscheinlich meine Aufgabe, gehe ich mal von aus. Latsch den falschen Weg. So. Also. Rock has. Könnten wir machen, aber was? Rock has Baba? Wenn ich das ausmache. Und dann Baba ist Move. Dann hat Baba keinen Stein mehr. Okay. Moment. Doch, meine Idee von vorhin würde funktionieren. Rock has Baba. Achso, Moment. Jetzt weiß ich, wie ich es mache. Okay, also. Erstmal den hier machen. Ja. Dann, Rock has Baba. Der Stein da unten hat einen Baba. Und der Stein bewegt sich. Von alleine. Und jetzt den Baba dahin schieben. Baba is Move. Und jetzt sind wir durch. Also meine Idee war schon richtig. Einfach um was kopieren. Einfach um was... Ja, duplizieren. Hat mehr oder weniger geklappt.
Okay, die Welt scheint super klein, aber ich traue dem Braten nicht. Ich rieche doch, dass hier gleich irgendwie 6 Würfel-Level kommen. Ein Geschenk für dich. Oh, für mich? Oh, das ist aber super nett. Vielen Dank. Flag is win. Box has flag. Okay, die Box muss kaputt gehen. Da drin ist nämlich eine Flagge. Flag is win. Wall is stop. Water is hot. Love is melt. Love is you. Ich bin die Liebe. Und Box is push. Naja, könnten wir da nicht theoretisch einfach die Box da und dann. Ah, nee. Ups. Ich kann Boxes Push ausmachen. Ich denke aber nicht, dass mir das hilft. Water is hot. Love is melt. Wall is stop. Wie wär's mit Boxes, you? Ich bin jetzt die Box und in mir ist das Ziel. Ich kann hier durch. Mach dann das hier aus, dass ich nicht melden kann. Mach das dann wieder andersrum. So. Moment, das kriegen wir hin. Dass die Box wieder pushes. So. Jetzt kann ich die Box wieder rumpushen. Rumkommandieren hier. Dadurch bitte. Okay. Und dann machen wir das so. Wir stellen die Box hier drauf, nehmen das Wort Box und machen Box is melt. Also statt Love is melt machen wir daraus Box is melt. Und wir haben gewonnen. Oh, mir gefällt die Welt so viel mehr als die letzte. Weil ich was verstehen kann. Unerreichbare Häfen. Okay. Hört sich interessant an. Box has love. Love is defeat. Love is love. Baby, don't hurt me no more. Box is push. Keke is you. Ich bin Keke. Text is float. Flag is win. Wall is stop. Water is sink. Können wir noch mehr Regeln haben? Schau zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Regeln. Okay, also. Was ist das Problem hier? Das geht kaputt alles. Flag is win. Wir müssen irgendwie es schaffen, übers River hier zu kommen. Deshalb auch unerreichbare Häfen. Da rechts ist der andere Hafen. Da wollen wir hin. Zum anderen Ufer wollen wir hin. Genau. Wir können uns zur Box machen. Bringt aber nichts, weil sowohl wir als auch die Box, wir sterben einfach in the River. Here in the River, we are dying. So. Nein. Wir können trotzdem probieren, die Box zu sein. Vielleicht hilft uns das ja trotzdem irgendwie weiter. Das kann ich zwar machen, aber hilft nicht. Ich muss kurz überlegen. Also Wall is stop und Water is sink bleibt. Das bleibt. Texas Float bleibt auch. Das Einzige, was wir verändern können, ist Box, Push, Keke is you. Und theoretisch ganz rechts Flag is win, aber dann bringt nichts. Wir müssen auch erstmal dahin kommen. Wie kommen wir hier übers Wasser, übers Meer? Wir könnten das hier schon mal kombinieren, dass ich hier ein Is frei habe. Und vielleicht kann ich ja das Is irgendwo anders benutzen. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht, um das hier wegzuschieben? Nee, das geht da nicht. Also, es geht da durch, aber es schiebt es nicht. Das ist doof. Und du? Kannst du das wegschieben dort? Oh, doch! Aber nur ein Teil. Das hilft leider nicht. Das ist echt knifflig. Was mache ich denn damit Love? Love is defeat. Aber was kann ich denn mit dem Herz machen? Was kann ich mit Love machen? Ja, das. Okay, ich denke mal, die Box soll ich einfach nicht kaputt machen. Oder? Kann das sein? Ich bin total verwirrt, to be honest. Mir fällt was Neues ein, was ich machen kann. Box is you. Und Keke ist push. Also einfach den Spieß umdrehen. Hilft das irgendwie? Wenn ich Keke jetzt übers Wasser schubse? Nee, eigentlich nicht, oder?
Ah, ich kann Keke zerstören, dann kann ich hier rein. Und jetzt kann ich das hier ausmachen. Oder warte, schieben wir es mal am besten so hin. Für den Fall, dass ich es noch brauche. Okay. Wenn ich jetzt Keke is you mache. Wer ist Keke, denke ich, das Spiel. Und geht natürlich nicht. Ich würde gern Love is you machen, aber das funktioniert, glaube ich, auch nicht, oder? Nee. Oh, Box has Keke. Nee. Ich hätte noch die Idee mit Box is defeat. Ne? Okay. Ah, Box is Love kann ich nicht machen, weil rechts steht da schon Love is Love. Das würde nichts bringen. Gibt's irgendeine Gameplay-Mechanik, die ich noch nicht verstanden habe? Ich kann ja noch nicht durch. Außer ich könnte Float sein, weil Text ist ja Float. Aber hier gibt's kein zweites Wort mit Text drin, ne? Also, das wäre hilfreich, aber ich bin halt nicht Text. Das ist halt so ein Problem. Ich versuche es trotzdem mal mit Love, weil... Naja, okay. Da, mir fällt nichts mehr ein. Ich habe keine Ahnung. Keke is Love. Keke is Life. Und wenn ich es andersrum mache? Also, funktioniert wahrscheinlich nicht, aber... Ich probiere es trotzdem mal. Wahrscheinlich geht das nicht wegen Love is Love, ne? Ja. So ist es. Und Love is You kann ich auch mal kurz... Mein Gott. Kann ich auch mal kurz beweisen, dass das wahrscheinlich auch nicht geht. Ich verdrück mich hier, egal. Oh, das geht doch. Aber hilft mir jetzt halt nicht. Also für mich ist das einzig Logische, das hier aufzumachen mit Keke. Den nach rechts bringen, ein Loch frei zu machen, hilft mir noch weniger, als wenn ich das hier mache. Also ich denke, das hier ist schon mal richtig. Aber ich werde es jetzt nachgucken, weil... Ja, mir fällt nichts mehr ein. Okay, ich habe es jetzt mal nachgeschaut. Und das wirkt tatsächlich auch ein bisschen wie so ein Glitch. Ich zeig's euch mal. Box has Box. Das heißt, die Box hat eine Box, welche eine Box hat, welche eine Box hat, welche eine Box hat, welche eine Box hat und eine Box hat, eine Box hat, eine Box hat, eine Box hat. Ah! Das ist schon ganz lustig, aber das hätte ich halt nur jetzt herausgefunden, wenn ich wirklich jede einzelne Möglichkeit ausprobiert hätte. Aber okay. So kann man das einfach schaffen. Na gut. Aber wo ist denn jetzt eigentlich der Schlüssel? Das ist das, was ich mich hier frage. Key is open. Door is shut and stop. Flag is win. Wall is stop. Baba is you. Box is weak. Box has key. And? Ja, was und? Hm? Hier ist keine Box. Wo ist hier eine Box? Ich sehe keine Box. Box is you. Baba is Box. Kann ich machen. Und ich habe Key in mir. Ah, nee, kann ich nicht, weil unten rechts steht der Baba ist Baba. Das heißt, ich bleibe Baba in diesem Level. Genau. Box is weak. Aber es gibt hier keine Box. Seht ihr irgendwo eine Box? Ich nicht. Box and... Nee, Baba... Würde das was bringen, wenn ich Box and Baba is you mache? Oder gibt's auch nicht? Ja, okay, das geht, aber es gibt immer noch keine Box. Es gibt weder eine Box, noch gibt's hier einen Key. Also das verwundert mich jetzt gerade. Lass mal sehen. Baba is you and weak. Ich meine, das könnte ich jetzt wahrscheinlich machen, aber helfen tut mir das jetzt auch nicht, ne? Nö. Hm.
Baba has box. Moment. Da schieben wir mal nach unten. So. Und dann schreiben wir rein. Baba is weak and has box. Nee, das geht gar nicht. Ist kein Platz dafür. Oder? Baba is you and has. Wie, hä, was? Wieso ist denn das and disconnected, aber das has? Okay, verstehe nicht ganz. And has box. Okay. Ah, ich kann unten noch Baba is weak reintun. So, Baba is weak, Baba is you and has box. Das heißt. Was? Ach so, die Deko-Sachen im Hintergrund kühle mich auch schon. Okay, es funktioniert, aber. Ne, ich sterbe dann halt. And has key. And has key. Achso, ne, ja. Was? Das Ding im Hintergrund hier gilt mich. Alles gilt mich irgendwie. Was würde passieren, wenn ich mache. Baba has. Baba has box and key. Und dann mache ich es weak. So ziemlich was anderes kann ich jetzt nicht mehr machen. Ich habe jetzt schon gefühlt fast alles ausprobiert. So. Ist. And key. And weak meine ich. So geht das gar nicht. Box is Baba. Moment. Moment. Key and box has Baba. Baba is box. Moment, Moment, andersrum, andersrum. Wenn ich das so. Ah nee, Baba ist Baba, deshalb geht das nicht. Warte, das geht so nicht. Aber trotzdem kann ich mich ja weak machen. Oder Moment, vielleicht geht das. Ups, vielleicht geht das doch, nur ich muss es halt andersrum machen. Also. Box and key has Baba. Box ist Baba oder geht's wieder nicht? Doch, das geht. Hä? Aber das. Das funktioniert gar nicht. Hä? Ich verstehe es überhaupt nicht. Die ersten paar Level waren super easy gefühlt. Da habe ich gespeedrunnt. Und das letzte Level und dieses Level, ich verstehe gar nichts. Beim letzten Level habe ich zumindest noch ein bisschen rumexperimentieren können, aber hier. Habe ich nicht schon alles getan? Also scheinbar nicht. Irgendwas Offensichtliches übersehe ich. Ihr wisst es wahrscheinlich alle schon, ich check's noch nicht. Aber ich bin so ziemlich out of options gerade, ne? Okay, vielleicht habe ich nicht richtig dieses has verstanden, aber die Sache ist, Baba is box. So, das war die Logik, die ich immer hatte. In den ganzen Leveln. Ich bin auch der Meinung, in jeder Welt braucht man ein neues Tutorial, weil das wurde mir nicht 100% erklärt, weil Baba ist Baba und bedeutet Baba ist Box geht nicht, aber Baba has Box funktioniert, dann kann ich eine Box werden. Aber das killt mich ja. Okay, das musste ich nachgucken, aber jetzt mal ohne Witz. Das nervt jetzt einfach nur noch. Baba ist Box geht nicht, weil Baba ist ja Baba. Aber Box is you, was so ziemlich das gleiche ist, das geht? Also, das muss mir einer erklären, das macht irgendwie keinen Sinn in meinen Augen. Aber das geht und, ja, ich kann mich killen, bin eine Box. Ja, und jetzt können wir das machen, was ich vorhin die ganze Zeit
gemacht habe. Und zwar Box has Key und alles. Also glaube ich jetzt zumindest, dass es so geht. Ja, Box has Key. Ich bin weak? Nee, Box muss ich weak machen. Moment. Box has Key. Ich bin weak? Aber dann bin ich nicht Key. Ich habe nur einmal das Wort Key. Mhm. Box ist Key. Und Key ist open. Richtig? Moment. Ja doch, warum nicht? Box. Das muss ich nur richtig schieben alles. Box ist Key. Aber Key ist... Mann! Key is you. Während... Warte, ernsthaft? Box is you, Key is you. Aber Key ist doch open. Hm? And weak? Ne. Hm? Baba is you. Box has box is weak. Okay, Box has Box kann ich machen. Ich kann jetzt unendlich ja durchknallen. Ja, wow! Aber es passiert halt nichts. Box is you and Baba statt and weak. Nee. Baba is you. Box is you and Key. Mann! Ich verstehe es nicht. Eigentlich war das richtig mit Box has Key, ja. Kann ich mich nicht bewegen. Hör, was? Box is Key. Ich muss es irgendwie machen, dass Box is Key is you ist. Also, dass ich sterbe, aber trotzdem Key bleibe. Box is you. Box is you, is key, has key. Oh, ich habe gar nicht gewusst, dass man das auch so bauen kann. Box has key, key is you. Box is key is you and weak. Und jetzt? Oder andersrum? Moment. Seitlich. Also so. Ja. Fast. Jetzt bin ich ein Key. Okay, Moment. Wir kommen weiter. Wir kommen weiter. Moment. Also, jetzt bin ich ein Key. Key has box. Box is you. Ne? Ja. Boah. Ich gebe zu, ich habe ein bisschen nachgeschaut. Aber. Puh! Die Liebe, die ist da draußen. Man muss sie nur suchen, dann findet man sie. Ah, ja, ja, was ist das jetzt wieder? Love is win. Key is open. Doors shut. Wall and door stop. Baba is you. Wir haben ja ein Has, was oben stuck ist. Box is weak. Box is push, key and, key and. Also das Ding ist leicht zerbrechlich. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Key is open. Wir können auf jeden Fall machen, Box is key. Damit wir einen Key schon mal haben. Damit können wir... Achso, Box is key and push auf jeden Fall. Aber warte, dafür ist das Häs da oben da. Wahrscheinlich sollen wir die Box kaputt machen, damit dann ein Key rauskommt. Oder? Hier, Box has Key. Is push. Box is push. Das heißt,
Bum. Jetzt machen wir Key is Push. Moment. So. Key is Push. Da ist halt das Problem. Irgendwie müssen wir es hinkriegen, zwei Keys zu bekommen. Also die Box zu duplizieren oder den Key zu duplizieren. Keine Ahnung. Aber Moment, vielleicht können wir das ja machen. Hin und her, hin und her. Box has Key. Key has Box. Box has Key? Ich weiß nicht, ob das geht. Wenn ich das nach oben schiebe. Und dann fangen wir an mit Box has Key. Das geht ja schon mal. And Box. Box has Key and Box. Und dann ist Push. Nee, warte. Nee, doch. Oh. Oh. Aha. Das ist schon mal nicht verkehrt. Aber das verstehe ich gerade vom Programmieren nicht. Also, Box ist Push. Box has Key drinne. Ach so, Box. Die Box hat einen Key und eine Box. Das heißt, das war ich kaputt und dann spawnen halt eine Box und ein Key. Ah. Wieso geht das die ganze Zeit kaputt? Das verstehe ich überhaupt nicht. Aber... Infinite Key Generator! Yeah! Okay, das war klug wieder. Das war wieder klug. Das hat mir wieder gefallen. Karte freigeräumt. Aber wir sind hier nicht fertig. Vielleicht mit der Folge? Das weiß ich nicht. Da kommt aber noch einiges auf uns zu. Aber ja. Wir haben ja noch 3 Level, wie es scheint. Vielleicht noch ein paar extra Level, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall machen wir weiter mit die Bande des Verderbens. Oh, jetzt wollen sie mir Angst machen, du. Wir haben Geister. Jetzt gibt's Geister auf einmal. Wall is stop. Baba is you. Flag is win. Es gibt keine Flag, hä? Oder? Nee. Okay, mit Space können wir wieder beobachten. Das Ganze ist zu viel, ja, ist klar. Ghost is push. Und können wir gleich machen, ist move. Warte, machen wir erstmal ist move. Was macht das? Ghost is move. Okay. Na gut, das ist ja halt move. Ghost is skull is defeat. Könnten wir machen. Theoretisch. Aber Moment, vielleicht soll ich den Geist hier auch erstmal woanders hinschieben. Dass der irgendwas trägt. Das hatten wir schon mal, dass wir den Roboter programmiert haben, dass er irgendwas trägt. Ich muss nur irgendwie richtig hier machen. Bin dafür nur ein bisschen blöd. So. Ich habe eine Idee. Wie wär's mit Skull is Move? Weil wir die dazu. Oder Skull. Nee, Skull is Push! Noch besser! Genau! Wir machen einfach Skull is Push draus. Und jetzt move dir das. So. Nein! Ich hab die beiden falsch. Ah. Nein, Moment. Aber es war richtig. Ist, glaube ich, schon ganz richtig so. Oh, Leute. Ich kann es auch durch die Geister schieben. Naja, wie auch immer. Jetzt ist es so, wie es will. Und stopp. Ja. Skull ist zwar Defeat, aber ist auch Push. Also pushen wir einfach die Skulls hier weg, wo immer wir wollen. So, und das ist Win. Wir machen einfach... Wie wär's, wenn wir einfach Flag is Win machen? Nicht Flag. Flag ist sowieso immer Win. Ghost is Win könnten wir jetzt machen. Und dann ist vorbei die Chose. Ne? Ghost is Win. Ich laufe in den Geist rein. Und gut ist... Okay. Einfach die Geister programmieren. Das geht fit. Doppelgraben.